Dann gibt es gerade noch eine Wortmeldung. Möchte jemand noch etwas sagen zum Thema Frieden, zum Thema miteinander umgehen? Und das ist eben halt auch wichtig. Wir haben hier ein offenes Mikro, das heißt, jeder hat hier auch die Möglichkeit, etwas zu sagen, solange es keine Hetze ist. Wir möchten hier auch keine parteipolitischen Reden hören, denn wir sind hier unparteiisch, unpolitisch und sind auch frei von irgendeiner Konfession. Das heißt, jede Konfession, jede Nationalität ist bei uns herzlich willkommen. Und solange es in diese Richtung geht, hat auch jeder hier die Möglichkeit, etwas zu sagen. Okay, Thomas, kommst du mal zu mir? Dann gebe ich dir mal das Mikro. Also was ich sagen möchte ist, dass worauf es ankommt, was Menschlichkeit miteinander ausmacht, ist Toleranz. Niemanden vorzuverurteilen, sondern den anderen zu verstehen, auf ihn zuzugehen, miteinander zu reden. Das ist das, was das Wichtigste ist. Wir leben hier in einem Land, das an sich schon tolerant ist. Aber trotzdem gibt es immer Diskrepanzen, was daraus herausführt, aus Unverständnis. Man verurteilt zu schnell Menschen, anstatt zu fragen, warum. Und wieso ist ein Mensch so, wie er ist, anstatt auf ihn zuzugehen und ihn zu fragen, warum bist du, das Interesse fehlt. Es ist halt einfacher zu verurteilen, als auf einen Menschen zuzugehen. Und darum ist es wichtig, auf Menschen zuzugehen, für sie Interesse zu zeigen. Daraus entsteht Gemeinschaft und Gemeinsamkeit. Und Gemeinsamkeit ist Menschlichkeit. Das ist das, was ich zu sagen habe. Wir sollten aufeinander zugehen, anstatt uns voneinander wegzubewegen. Aufeinander zugehen und miteinander zu sprechen. Und sich auch mit den Diskrepanzen, die es vielleicht gibt, zu setzen. Das ist wichtig. Danke. Danke, Tom.